Franz Marc und Manfred Dietze auf den Mercedes-Benz Classic Days in England. Ihre 20er Jahre Rennboliden mit Kompressormotor könnten in einem Formel-1-Museum stehen. Aber die zwei Haudegen steuern den grauen SS-Rennsport und den weißen SSK dahin, wo sie hingehören, auf die Rennstrecke. Zwei Enthusiasten, eine ungebremste Leidenschaft. Es macht einfach riesig Spaß, mit so einem extrem alten Auto so schön zu fahren. Durch diese Geräuschkulisse alleine, dass man da so innere Erregung bekommt. Also wenn man das Gas ganz durchtritt, schaltet man über eine Kupplung ein Getriebe und dann wird der Kompressor angetrieben. Und dieser Kompressor dreht dann zwischen 8.000 und 10.000 Umdrehungen und bläst dann diese Luft in die beiden Vergaser rein. Ne? Und so bekommt mein graues Auto 70 PS im Hieb dazu. Da gibt es einen kleinen Ruck und dann geht der erst richtig an. 250 PS und 200 km/h Spitze. Und das seit 80 Jahren Vollgas. Wir sind also auch wenig enttäuscht worden von den Autos. Ne? Also er hat das Auto jetzt 20 Jahre und ist immer gefahren wie ein Verrückter. Und hat nie was dran gehabt. Mal ein Getriebe kaputt, sicher. Das war das Originalgetriebe, noch die Originalzähne da drin. Und die sind so breit. Wenn die einmal erneuert werden, halten die wieder 50 Jahre. Wenn das richtige Material, wenn die richtig gehärtet sind. Aber sonst geht an so einem Auto nichts kaputt. Mille Miglia, Rallye Monte Carlo, Classic Days. Die Anreise dabei immer auf eigener Achse. Und ihre beiden Gefährten haben schon fast alles gesehen. Dieses Auto hat einige Jahre in England verbracht. Das ist 1928 nach England geliefert worden. So bis 1982 habe ich das gekauft. Bis 82 war das Auto in England, ja. Also das kennt sich hier ganz gut aus, in dieser wunderschönen Landschaft. Die Kraftpakete im Griff zu halten, fordert den ganzen Mann. Die Bremsen sind sehr gut. Der hat Bremstrommeln, die haben 42 cm Durchmesser, also eine riesen Bremsfläche. Wenn ich hier voll in die Bremse trete, blockieren sofort alle vier Räder. Trotz dieses Gewicht von 2 Tonnen. Hart in die Eisen, wenn es eng wird. Auf der Piste wie über Land. Wenn man hier so ein bisschen Gegenverkehr hat, so ein Lastwagen oder so ein Jaguar, muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber es passt schon. Die rüstigen Rentner und ihre Kompressorkisten, sie verblasen im wahrsten Sinne des Wortes auch die Youngtimer. Unaufhaltsam, Kurve für Kurve, trotzen sie in Brands Hatch den PS-Stärkeren, den Jahrzehnten, den Witterungen. Zwei Piloten und ihre Mercedes SSK, mehr als nur eine Passion. Es ist eine Freundschaft. Denn man muss so ein Auto auch versuchen zu verstehen, obwohl es ein toter Gegenstand ist. Franz Marc und Manfred Dietze leben ihre Leidenschaft. Stoppen kann sie fast nichts. Was ist euch denn passiert? Das dürfen wir gar nicht sagen. Für kein Mikrofon an. Wahrscheinlich keinen Sprit. Very well done, sir. Well, we lost, like to take it nice and steady. Ja.